Hey Leute und willkommen zu der Prognose zu dem Derby Greuther Fürth gegen Nürnberg. Ich bin ja Fürth-Fan, kann man schon fast so sagen. Ich bin auf jeden Fall öfter bei Fürth im Stadion. Jetzt bitte an alle Nürnberg-Fans oder so, ich habe absolut nichts gegen euch. Ich will hier absolut keinen Hate damit einkassieren mit diesem Video. Ich hatte einfach nur Bock und dachte mir, das gucken sich vielleicht ein paar Leute an, wenn ich hier das Spiel quasi als Prognose spiele. Um das kurz zu erklären, dieses Spiel findet in meiner Fürth-Trainerkarriere statt. Also alle, die Bock haben, sich das im Kontext ein bisschen reinzuziehen oder nur die Highlights von dem Spiel zu sehen oder, die können sich die Trainerkarriere-Folge angucken, rechts oben beim i verlinkt. Da könnt ihr euch dann quasi die ganz normale Folge angucken auf meinem Kanal zu der Trainerkarriere, wo ich dann auch das Spiel gegen Nürnberg mit drin habe und da seht ihr dann nur Highlights und bla bla bla. Hier werde ich das Spiel jetzt in voller Länge ausstrahlen, mit Pressekonferenz, mit was auch immer, alles was dazu gehört. Das wird absolut crazy, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Könnt ihr mal gerne eine Bewertung da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, gerne auch kostenlos abonnieren. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein. So, für alle, die natürlich nichts mit meiner Trainerkarriere am Hut haben und die sich vielleicht auch dafür nicht interessieren, das hier ist meine Aufstellung für das Spiel gegen Nürnberg. In dieser Karriere hat sich leider Hrgota und Mavrai verletzt. Dementsprechend kann ich die aktuell nicht einsetzen, falls sich da jemand wundert. Wir waren damit in der Trainerkarriere auch relativ erfolgreich. Wie gesagt, falls ihr euch dafür interessiert, müsst ihr einfach rüber gucken. Ich würde sagen, wir starten dann in die Pressekonferenz. Das hier ist mein Trainer von der Trainerkarriere. Und dann beantworten wir hier mal die Fragen. Im bisherigen Saisonverlauf haben sie die Erwartungen übertroffen und der Aufstieg scheint tatsächlich möglich. Können wir weiter solche Leistungen zeigen? Versuchen müssen wir es, würde ich sagen. Also keiner weiß, wie es weitergeht. Es gibt ein Hoch und ein Tief, das ist halt immer so. Aber wenn wir so am Ball bleiben, wäre das auf jeden Fall nice. Beeinflusst der knappe Sieg die Strategie im Spiel gegen Nürnberg? Naja, aus solchen knappen Siegen muss die Mannschaft natürlich lernen. Man sieht, dass nicht alles perfekt ist, aber man muss einfach weiter trainieren und dann passt das schon. Wir haben ja auch nicht schlecht gespielt und die Punkte haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Aktuell sind sie gut drauf. Sind sie davon überzeugt, dass sie die Leistung wieder auf den Platz bringen? Kann das so weitergehen? Ich bin dabei. Würde ich mich natürlich freuen, wenn das so weitergeht. Man erzielt tolle Ergebnisse. Was will man mehr? Hoffentlich geht das so weiter. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank. So, und dann starten wir rein in das Spiel, in den Sportpark Rohnhof. Fürth gegen Nürnberg. Vielleicht trifft man mich da auch in echt an. Ich weiß es nicht. Könnte natürlich sein. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Also, falls ihr mich trefft, man könnte sich da zum Beispiel mal treffen. Dann könnt ihr mich gerne anquatschen, gar kein Problem. Wäre richtig, richtig cool von euch. Und dann können wir ein bisschen quatschen, ein Foto machen oder so. Hab ich kein Problem mit. Ich weiß noch nicht, ob ich hingehe, weil es ist halt auch ein heißes Spiel, so ein Derby. Und weiß nicht, ob ich da so Lust drauf hab. Und vor allem ist es auch ein bisschen kälter wahrscheinlich. Also, ich gehe gerne ins Stadion, aber so ein krasser Fan bin ich dann doch nicht, dass ich dann ja die ganze Zeit auch bei Kälte und Regen und was auch immer ins Stadion gehe. Meistens, wenn es schön ist, im Sommer, im Frühjahr, im Herbst war ich auch ein bisschen, aber ja, jetzt wisst ihr auch ein bisschen was über mich. Und dann starten wir rein ins Spiel. Ich habe die Halbzeitlänge auf 10 Minuten gestellt. Also ein bisschen höher als sonst. Sonst mache ich mir 5-6 Minuten. Aber übertreiben wollen wir nicht. Denn, naja, es ist in FIFA halt oft so, dass wenn du die Halbzeitlänge extrem hoch stellst, dass dann zu viele Tore fallen, ja, weil die KI, der Computer, der spielt eben so, als wäre die Zeit knapp und eng und die spielen voll auf Angriff und so und dann ist das halt so ein Spiel so auf Krampf, wo man die ganze Zeit probieren muss, das Spiel ruhig zu halten, dass nicht so viel passiert und wir wollen ja, dass viel passiert, wir wollen viel Action, ich bin gespannt. Das ist unsere Aufstellung, die kennen wir ja schon, jetzt schauen wir uns mal die Aufstellung von Nürnberg an, Mateta, Matenia im Tor.
Handwerkermühl, Markreiter, Valentini, dann haben wir Eras, Geis und Fuchs im Mittelfeld und Dreiersturm vorne mit Ishak, Hack und wer ist das da rechts? Misijan, ja genau. Tut mir leid, wenn ich nicht alle kenne, wie gesagt, bitte macht mich da nicht fertig. Wir starten rein ins Spiel, ich bin gespannt. Wird für mich was Neues, also ich muss mich natürlich ein bisschen zurückhalten. Man kann jetzt nicht so spielen, als wäre die Halbzeitlänge nur 5 Minuten. Es sind trotzdem ja das Doppelte quasi. Also schon ein bisschen ruhiger spielen. Ja, ich muss mich trotzdem natürlich mega konzentrieren. Und zugleich, ich stelle schon mal auf defensiv. Zugleich muss ich aber auch ein komplettes Spiel kommentieren. Ja, oh, den Pass wollte ich da nicht hin. Da gibt es die erste Chance für Nürnberg. Können wir die irgendwie noch verteidigen? Ja, können wir. Green kann den Ball wegpassen. Alter, das fängt ja schon mal gut an mit dem Fehlpass. Meistens kommentiere ich ja nur die Highlights. Da schneide ich dann eben nur Tore, Gegentore oder irgendwelche krassen Szenen rein. In dem Fall eben das ganze Spiel. Und ja, das ist für mich dann ein bisschen crazy, das zu kommentieren. Vor allem, weil ich aus dem gleichen Spiel ja für die Trainerkarriere die Highlights schneide. Das heißt, ich muss die Highlights quasi schon noch so kommentieren, wie ich das immer gemacht habe. Schöner Pass übrigens, obwohl er gefährlich war. Aber muss trotzdem hier das ganze Spiel kommentieren. Aber das kriegen wir alles hin. Ich denke, dass das machbar ist. Hoffentlich ist es auch machbar, dieses Spiel zu gewinnen. Wäre absolut wichtig für uns in dieser Karriere. Aber auch für den echt. Natürlich ist das immer ein Highlight-Spiel. Ein Derby. Ich bin auch gespannt, wie sich das bei FIFA hier anfühlt. Bisher leider relativ normal. Ich bringe ja auch PES, Pro Evolution Soccer, auf meinem Kanal. Und die, das habe ich zwar auch noch nicht selber erlebt, weil ich da noch kein Derby gespielt habe, aber die haben eben angekündigt, dass Derbys dieses Jahr extremer sind, dass die extra so gemacht sind, dass es mehr Fouls gibt, dass die Spieler ganz, ganz anders drauf sind. Ja, das wurde auf jeden Fall mega crazy programmiert, auch mit den Fans und allem drum und dran. Und das ist hier in FIFA offensichtlich nicht so. Bin ich echt schon mal gespannt. Wir spielen auch in PES bald das Derby. Bayern gegen Dortmund. Da bin ich echt drauf gespannt, wie das sich anfühlt. Aber es hat sich ziemlich verrückt angehört. Von daher bin ich da schon mal heiß drauf. So, 12. Minute. Nürnberg kommt über die Außen mit einer schönen Flanke. Wir wurden noch nicht wirklich gefährlich. Vielleicht können wir jetzt mal einen Angriff starten. Julian Green, wir haben relativ viel Platz. Keita Ruel jetzt. Aber er wird eingeholt, kann sich trotzdem durchsetzen. Die Flanke war absolut nichts. Leider nichts aus der Chance gemacht. Vielleicht auch für die Zuschauer von meiner Trainerkarriere interessant, jetzt mal zu sehen, wie das ganze Spiel so abläuft. Ja. Nicht, dass ich nur immer erzähle, wir sind die bessere oder schlechtere Mannschaft, sondern jetzt auch mal wirklich zu sehen, ob wir die bessere oder schlechtere sind. Erster Schuss hier von Fürth aufs Tor, Keita Ruel, aber keine große Aufgabe. Schön gemacht. Oh, bisschen crazy war das. Wittek. Erste Viertelstunde rum und ein weiterer Fehlpass. Jetzt kommt Nürnberg wieder. Bitte kann schön ablaufen von hinten. Holt sich den Ball wieder. Caligiuri braucht zu lange. Ich hatte schon gedrückt. Ah, Hilfe. Oh, was sind das hier für Pässe? Caligiuri, bring den Ball mal weg. 0 zu 0 nach 20 Minuten. Und da gibt es einen Schuss von Nürnberg. Deutlich über das Tor vom Geis, glaube ich, war das. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas weiterhin sehen wollt. Ob ich da öfter mal so ein Video machen soll. Das hat sich halt mit dieser Karriere jetzt hier relativ gut überschnitten und ergeben. Und deswegen kam ich auf die Idee.
muss mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ihr könnt, wie gesagt, gerne eine Bewertung da lassen, Daumen nach oben. Und dann sehe ich schon mal, dass es gut ankommt. Könnt mir aber natürlich auch in die Kommentare schreiben, wann ich das mal wieder machen soll, ob ich es mal wieder machen soll. Und vielleicht mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen. Green in der 21. Spielminute. Hier war es ein bisschen zu knapp. Und Martenia kann halten. Und dann kommen wir nicht mehr dran an den kullernden Ball. Oh! Keine ungefährliche Ecke hier. Caterwell war ja noch dran. Ja, tatsächlich. Alter, der hat ihn fast reinhauen können. 22 Minuten gespielt. Beide wurden schon mal gefährlich. Noch steht es 0:0. Schöner Ball. Missy Jan oder so, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ja, wir können uns die Bälle da relativ gut holen bis jetzt. Natürlich ist Nürnberg auch schon ein, zweimal durchgekommen. Aber wir haben es auch geschafft, den einen oder anderen Ball abzufangen. Fehlpässe spielen wir viele, vor allem hinten raus im Aufbauspiel. Jetzt Caterwell auf Stefaniak. Da läuft oben noch einer mit und das ist das sichere 1:0. Yes! Wir gehen in Führung durch Julian Green. Man hört die Fans auf jeden Fall irgendwas singen. Ich habe gerade nicht erkennen können, was es ist. Aber das ist auf jeden Fall das 1:0 für Greuther Fürth in der 25. Spielminute. War ein guter Konter, würde ich mal sagen. Also hinten sind wir, wie gesagt, ja, wir können zwar nicht schlecht verteidigen, aber andererseits spielen wir vor allem dann, wie gesagt, im Aufbauspiel den einen oder anderen Fehlpass. Der macht das Leben nicht gerade einfacher. Aber das ist natürlich ganz stark von Caligiuri, solche Bälle zu erobern. Das ist wichtig. Nielsen. Auch gut gemacht. Nielsen. Jetzt Stefaniak probiert den langen Ball. Ja, gar nicht so ungefährlich. Leider haben wir es aber nicht geschafft, da ranzukommen. Boah. Ein Freistoß. In der 30. Minute, den führen wir natürlich langsam aus. So, in echt macht die Green immer. Hier macht die irgendwie oft Wittek. Wir lassen es aber realistischer halber heute mal Green machen. Und probieren einen Topspin. Probieren ihn. Schlecht war er nicht. Freistöße habe ich in FIFA selten geschossen. Einen haben wir aber sogar in dieser Kette schon reingemacht. So, die Fans sind auf jeden Fall jetzt da. Man hört sie. Das ist schon mal gut. Jetzt lässt sich Nürnberg ein bisschen fallen. Nielsen, 2:0. 32 Minuten gespielt. Es ist wieder Julian Green. Das ist interessant. Nils mit einer wunderbaren Flanke auf Julian Green. Und der hält einfach nur noch seinen Fuß hin und trifft zum zweiten Mal in diesem Derby. Der neue Derby hält Fragezeichen. Mal gucken. Ich könnte hier auch mal meinen Tipp abgeben. Aber ich lasse erstmal dieses Spiel ausgehen. Ich tippe am Ende des Spiels, okay? Am Ende des Spiels, am Ende der Folge tippe ich. In meiner Karriere sind wir nämlich immer ähnlich an den Leistungen von für den echt dran gewesen. Deswegen warte ich erstmal ab, was hier passiert. Und dann tippe ich. Jetzt kommt Nürnberg.
Das ist wie der Geiss, der hier mal einen Schuss absetzt. Und der war absolut nicht ungefährlich. Der war haarscharf. Also das war echt kein schlechter Schuss. 2:0 schon. Das ist natürlich schon mal eine gute Führung. Aber die Fehlpässe da hinten, die werden bislang noch nicht besser. Ich weiß nicht, ob es die Aufregung ist, ob es das Pressing ist. Auf jeden Fall gibt es immer noch welche. Redondo kann klären. Quirlig im Angriff. Was soll das denn heißen? 4 Schüsse aufs Tor, 2 drin. Kann man doch mal machen, oder nicht? Und jetzt gibt es die Flanke. Er kann ihn da ein bisschen wegköpfen. Ball ist dadurch aber noch richtig gefährlich. Ja, er macht das nicht schlecht, der Sauer. Aber Valentini halt eben auch nicht. Nürnberg immer noch in Ballbesitz. Green kann da kurz stören, aber nur kurz. Nürnberg immer noch am Drücken. Und da gibt es die Chance, Sascha Burchert. Ah, da stehen mir hier zu viele Nürnberger. Da stehen ja hinten bei denen weniger als vorne gerade. Dann tue ich natürlich abschlagen. Jetzt kommt Nürnberg. Also es ist schon so, dass Nürnberg auch viel probiert. Noch nicht ganz so gefährlich wird. Gibt einen Abstoß. 3 Minuten sind es noch zur Halbzeit. Und wenn wir da mit 2:0 reingehen in die Halbzeit, dann bin ich mehr als zufrieden. Das müssen wir jetzt erstmal halten. Bis zur Halbzeit. Und danach haben wir nochmal 45 Minuten. Das wird sicherlich nicht einfach. Oh, er lässt mich da stehen. Hat er natürlich gut gemacht. Julian Green. Vorne 2 Tore, hinten hilft er aus. Sehr schön. Jetzt können wir vielleicht das Ganze sogar noch in einen Konter umsetzen. Maximilian Wittek auf Stefaniak. Kein schlechter Angriff. Drei Minuten Nachspielzeit. Und Sauer setzt sich da stark durch. Ja, Fürth macht es bislang nicht schlecht. Das war crazy. Das hätte ich niemals machen dürfen, da hoch zu spielen. Und da gibt es eine wahnsinnig gute Chance für Nürnberg. Und das ist der Anschlusstreffer. 2:1 vor der Halbzeit. Tatsächlich noch. Ergas macht das Tor. 45+3. Scheiße. Nicht das allerschönste Tor. Ich will, wie gesagt, nicht kritisieren. Ich will keinen Hate anfechten. Aber war natürlich ein bisschen mein Fehler, dass ich den da hochgespielt habe. Und dann ist es ein Abpraller vom Torhüter, der dann zu Eras kommt. Der köpft ihn rein. Und da haben wir kurz vor knapp noch das 2:1 kassiert. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Naja, nichtsdestotrotz gehen wir mit einer Führung in die Pause. 2:1. Ist schon mal nicht schlecht. Und wenn wir uns die Statistik angucken, auch nicht unverdient. Also es ist einiges passiert. 8:6 Schüsse kann man auf jeden Fall machen. 5:3 aufs Tor. 52:48 Ballbesitz, also da relativ ausgeglichen. Wir haben ein bisschen mehr Chancen und haben dementsprechend noch ein Tor mehr. Absolut in Ordnung geht das Ergebnis, finde ich, und das Spiel auch. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die zweite Hälfte. So, hoffentlich war da jetzt eine kleine Werbepause, wenn ich die richtig gesetzt habe. Wenn nicht, dann bin entweder ich doof oder YouTube oder du hast einen Adblocker an. Dann mach ihn bitte aus. Dankeschön. Nein, alles gut. Auch wenn das natürlich immer eine super kostenlose Unterstützung ist. Also ihr müsst ja dafür quasi nichts bezahlen, nichts machen. Kriegt hier ein cooles Video und unterstützt mich damit, ja.
Falls ihr mich aber auch anderweitig unterstützen wollt, falls euch das gefällt, was ich mache, möchte ich auch mal dazu sagen, könnt ihr auch Mitglied auf meinem Kanal werden. Schon ab 1,99 erhaltet ihr ein paar coole Vorteile und unterstützt mich natürlich damit mega. Könnt ihr euch einfach mal durchlesen unter dem Video, neben dem Abonnieren-Button einfach mal draufklicken. Ist quasi eine Art Spende für die Leute, die das nicht kennen, die aber wiederum für euch Vorteile auch mitbringt. So, zweite Hälfte wird auf jeden Fall crazy. Ich bin angespannt, denn Nürnberg war nicht schlecht, hat man gesehen. Die haben immer wieder Drangphasen gehabt. Wir zwar auch. Wir haben vor allem auch Konterchancen gehabt. Haben auch zwei gemacht, Gott sei Dank. Aber ungefährlich ist das auf jeden Fall nicht. Also wir können hier immer noch richtig Probleme kriegen und das Spiel auf jeden Fall auch noch verlieren. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber es kann passieren, das wusste ich schon. Ich wollte Caterduell nicht anspielen, weil er so gedeckt stand. Aber es war halt gar kein anderer noch da. Naja. Nürnberg hat gerade eine Ballbesitzzeit-Staffette, wie auch immer man das nennt. Dominiert gerade. Und jetzt sind sie durch. Ishak! Oh mein Gott! Eine hundertprozentige Chance vergeben. Ishak! Torwart war denn noch dran? Wenn ja, dann war es absolut krass. Ishak wird direkt ausgewechselt. Ja, der Torwart war tatsächlich noch dran. Also mega Reaktion von Sascha Burchert. Wenn er dann nicht mehr dran gewesen wäre, dann wäre das hier absolut Game Over. Und auch hier Sascha Burchert zur Stelle. Aber das Guard von Ishak, das war schon Weltklasse. Also ohne Sascha Burchert wäre der auf jeden Fall drin gewesen. Dann wäre es das 2-2 gewesen. Das wäre nicht so cool. Ishak, wie gesagt, ausgewechselt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt für ihn gekommen ist. Bauer. Oh, Sascha Burchert. So wichtig. Nürnberg kommt. Nürnberg kommt, gibt Gas. Jetzt wird's heiß. Guck mal, was die hier für Tricks machen. Junge, Junge, Junge. Jetzt wird's heiß. Oh, der nächste Ball, der auf unser Tor geflattert kommt. Das war der Torschütze. Das war, wie heißt der, Eras? Eras, glaube ich. So, jetzt müssen wir mal wieder probieren, einen Konter zu machen. Um einfach zu zeigen, dass wir auch noch da sind, dass wir auch noch mitspielen. Boah. Ja, man merkt, also Nürnberg kommt gerade mega. Also wir haben in der zweiten Hälfte noch gar nichts gezeigt. Noch keine Chance, noch keine gefährliche Chance, noch nicht wirklich viel Ballbesitz. Nur gefährliche Szenen hinten. Und da ist die nächste. Nürnberg zu unkonsequent. Auch nicht einfach, den zu nehmen. Nicht einfach allgemein gerade für Nürnberg. Aber sie probieren es auf jeden Fall. Und wir kommen nicht mehr hinten raus. Das gibt's doch nicht. Nicht mal mit dem Abstoß jetzt. Über die Mittellinie gekommen. Green kann sich den Ball erobern. Sehr gut. Jetzt komm mal nach vorne. Mal wieder über die Mittellinie. Das wäre doch was. Nee. Es wird nichts. Es wird leider nichts. Nürnberg weiter in einer Drangphase. Das tut uns nicht gut. Ich weiß nicht, wie wir da wechseln sollen, dass das vielleicht irgendwie ausgeglichen wird. Ein Wechsel wird es bald geben, so in Richtung 70. Minute, würde ich mal vorschlagen. Und da gibt es die nächste Chance. Die nächste Chance für Nürnberg. Jetzt passen wir mal wieder. Aber das hat bisher nicht so gut geklappt, deswegen habe ich vorhin einen Abschluss gemacht. Aber damit kamen wir ja auch nicht viel weiter raus.
Noch sind wir nicht über der Mittellinie, jetzt sind wir über der Mittellinie. Wittek, komm, Wittek, da ist halt kein anderer. Die sind alle viel zu weit mittig. Und ich komme mit dem Pass komme ich nicht voran. Ich wollte nicht mal in die Spitze den Pass. Aber ich komme mit dem Pass nicht voran. Wittek, bleib dran, komm. Jetzt wird's heiß, jetzt wird's richtig heiß. Wir gehen mal in die Pause und wechseln mal. Ich würde dir vorschlagen, dass wir... Oh, weiß ich nicht. Entweder Stefaniak raus oder Redondo raus, also die Flügelspieler. Ich würde mal sagen, wir bringen Tobias Mohr und dann gucken wir mal, wie das weiterhin läuft, auf welchen Positionen wir eventuell wechseln müssten. Aber ja, da ist Redondo jetzt zum Beispiel. Der kommt jetzt gleich raus. Wahrscheinlich macht er jetzt einen wunderbaren Angriff. Und danach wird er dafür direkt rausgenommen. Ja, tatsächlich. Und dann köpft Stefaniak daneben. Hätte ich doch lieber Stefaniak rausnehmen sollen. Scheiße. Das war jetzt mal wieder eine Chance. Die erste Chance der zweiten Hälfte, würde ich mal sagen. Endlich mal wieder. Und leider Gottes. Oh, ein Fehler jetzt. Leider Gottes haben wir das nicht nutzen können. Ja, und das auch nicht. Den Fehler auch nicht nutzen können. Es gibt sogar Einwurf Nürnberg. Scheiße. Das ist echt krass. Ich habe ziemlich viel Angst, dass das in die Hose geht. Es wäre ein wichtiger Sieg für uns. Und auch für die Prognose natürlich. Da ich auch hoffe, dass natürlich für den Echt gewinnt. Und ja, dementsprechend müssten wir hier aber wirklich, entweder wir haben Schwein und bringen das über die Zeit, oder wir müssen nachlegen, weil sonst machen die gleich das 2-2 und dann haben wir ein Problem. Nice, wir kriegen einen Einwurf, das finde ich gut. Julian Green, bisher ja ein gutes Spiel gemacht. So, der eingewechselte Mohr da unten jetzt. Der eingewechselte Mohr, er hat ja ein bisschen Tempo jetzt. Komm schon. Wir müssen ihn auf Keita Ruel bringen. Ah. Ach, Mann. Wir haben es mal wieder probiert. Alter, was hat Nürnberg vor? Die machen die ganze Zeit schon solche Tricks hier. Ich habe es mir heute auch verboten, fränkisch zu reden hier in diesem Video. Mache ich ja allgemein in meinen Videos nicht. Aber hier wäre es ja passend, ne? Franke gegen Franke. Aber ja, lassen wir. Muss nicht unbedingt sein. So, Maxi Sauer. Maxi Sauer, ganz schwacher Pass. Da werde ich sauer. Oh mein Gott, was für Kackwitze sind das denn? Jetzt müssen wir dranbleiben. Gut, sehr gut. So, man merkt schon, dass jetzt Nürnberg wieder ein bisschen am Schwanken ist. Die kriegen nach vorne nicht mehr ganz so viel hin. Und wir können sie das ein oder andere Mal auskontern, Eckfahren, Zielschießen hier von Tobias Mohr. Das war keine gute Chance. Wir gehen wieder in die Einstellung, da das Schnellwechseln hier nicht so gut funktioniert. In PES finde ich das deutlich angenehmer. Da kann man nämlich auswählen, wen man auswechseln will und wen man einwechseln will. Hier ist das schon vorgegeben. So, gute Frage. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Entweder wir sagen, wir wechseln Green, aber der hat halt so gut gespielt. Aber ich würde trotzdem Green wechseln und würde mal Sebastian Ernst bringen, der ein bisschen defensiver ist. Machen wir es erstmal so. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. So. Julian Green geht raus. Sebastian Ernst kommt rein. Ich muss die Kamera mal neu starten, sehe ich gerade. So, damit sind wir zurück. Kamera neu gestartet. 10 Minuten sind es noch. Die Schreckens-10 Minuten brechen an. Da kann immer noch sehr, sehr viel passieren in der Schlussphase. Wenn wir jetzt ein 3-1 machen, dann ist der Sack ziemlich sicher zu. Aber das war abseits. Das war abseits. Komm, Stefaniak raus, Omladic rein. Ich weiß nicht, Omladic spielt ihn echt nicht so oft, aber
Ich habe den jetzt hier als rechten Flügel als Auswechselspieler. Normal spielt ja immer Gotha bei mir auf dem rechten Flügel. Und Alter, das ist ein Einsatz von Bauer. Gotha spielt bei mir mein rechter Flügel und dafür kommt dann Stefaniak. Aber ja, Gotha ist ja wie gesagt verletzt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Abseits. Das wird jetzt heiß. Die letzten paar Minuten. 2-1. Ein knappes Ergebnis. Wir führen. Das ist ja schon mal gut. Aber wie lange noch? Können wir das über die Zeit bringen? Hätte ich auch nichts dagegen. Ein 2-1 habe ich nichts dagegen. Ist auch ein typisches Ergebnis. Da kann man auch nichts falsch tippen. Das war wieder abseits. Deswegen hat er auch nicht geschossen, glaube ich. Und mich gedrückt wie ein Blöder. Alter, ist das jetzt spannend. Also für mich ist das gerade mega spannend, weil ich weiß, dass ich es verkacken kann. Und ich will es nicht verkacken. Das wäre ganz unpraktisch jetzt. Oh mein Gott, da kommt schon einer. Da kommt schon ein Angriff. Und er kommt gut, er kommt gut. Der Angriff kommt gut. Das Tor ist leer. 2-2. Ah, Geis macht's. Geis macht es. Er hat schon ein paar Mal aufs Tor geschossen und auch neben das Tor. Ah, unverdient ist es nicht. Aber bitter natürlich. Weil es auch wieder ein Abpraller ist. Weil es auch wieder der Abpraller ist. Zum zweiten Mal Ärger ist mit dem Abpraller. Und dann auch noch Geis. Scheiße, Mann. Dreck. Okay, aber bitte wenigstens nicht verlieren. Nein, Nürnberg kommt schon wieder. Wieder ein Fehlpass. Das ist nicht cool. Komm, komm, komm. Wir müssen den irgendwie verteidigen. Jawohl. Und jetzt ein Konter. Und jetzt ein Konter. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch. Nee, Omladic. Nee, das ist Nielsen. Bringt den Ball aber nicht durch. Ist egal, wer es ist. Er bringt den Ball nicht durch. Boah, ist das kacke jetzt. Komm, wir stellen mal auf Offensiv. Ich will den Sieg. Mit dem einen Punkt bin ich zwar auch nicht unzufrieden, aber ich gehe jetzt einfach mal auf Sieg. Das ist für die Fans wichtig. Wir wollen hier nicht mauern, wir wollen hier nicht nur einen Punkt mitnehmen. Die Fans wollen sehen, dass wir uns hier bemühen und das werden wir machen. Das werden wir machen. Zweite Halbzeit war absolut schlecht von uns. Wieder ein Fehlpass. Es sind nur noch wenige Sekunden zu spielen. Eine Minute noch ungefähr. Und Nürnberg verwaltet. Die sind offensichtlich zufrieden. Die spielen das gerade locker runter. Und Sascha Burchert. Wenigstens kein Abpraller. Komm, es sind noch 20 Sekunden. Es sind noch 20 Sekunden. Es ist keine Zeit mehr. Ne. Die Zeit rattert zu schnell runter in FIFA. Ah, Remy. 2-2 ist die FIFA-Prognose. Für das Spiel. Ah, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden sein kann. Eher nicht so. Also unverdient ist es, wie gesagt, nicht. Nürnberg hat in der zweiten Halbzeit nie gut gespielt. Aber bitter. Bitter. Trotzdem ziemlich bitter. Naja, gut. 2-2 ist der Tipp hier. Eure Tipps will ich unbedingt in den Kommentaren sehen. Mein Tipp fürs echte Spiel ist ein 3-2 für Greuther Fürth. Also ein Tor noch mehr. Hätten wir auch noch schaffen können. 3-2 für Fürth ist mein Tipp in Real Life. Ich bin gespannt, ob wirklich so viele Tore fallen, aber ich würde mich freuen. Und wie gesagt, eure Tipps unbedingt in die Kommentare reinballern. Wir gucken nochmal auf die Statistik und sehen, dass es nicht unverdient war. 10-13 Schüsse, die zweite Hälfte war von Nürnberg deutlich besser. 5-6 aufs Tor. Ballbesitz haben sie auch mehr. Zweikämpfe haben wir mehr gewonnen. Fouls haben sie mehr, das ist interessant. Mehr Ecken, Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit ist relativ ausgeglichen. Dementsprechend 2-2, ja, muss man mitleben und kann man auch mitleben. Wir gehen noch ins Abschlussinterview rein.
Bin gespannt. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Gerne doch. Wittek ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Ja, er hat eine vorbildliche Leistung gezeigt. Also so besonders aufgefallen ist er mir jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er ist natürlich ein wichtiger Spieler, finde ich, allgemein für Fürth. Und ja, Green hat Tore erzielt heute. 2 Stück, aber trotzdem kein Sieg, mein Kommentar. Wir müssen daraus lernen, ja. Wir haben heute gesehen, dass wir gute Einzelspieler haben wie Green. Aber wir müssen dann trotzdem irgendwie zusammenhalten und das dann doch irgendwie noch hinbekommen, dass wir das dann wenigstens über die Zeit bringen. Das späte Tor hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Später Ausgleich, ja. So ist Fußball halt, ne? So ist Fußball, das passiert schon mal. Das Ergebnis müssen wir halt abhaken. Konzentrieren wir uns aufs nächste Spiel. Hätten wir gewinnen können, haben wir nicht. Ich bedanke mich jetzt für die Zuschauer von der Prognose. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.